Es war ein außerordentlich interessantes Erlebnis, weil ich bin vermutlich der erste Wissenschaftler in 2000 Jahren Kirche, der eine Enzyklika mit vorgestellt hat. Das war schon mal ungewöhnlich. Wahrscheinlich war es auch der erste PowerPoint-Vortrag, der im Vatikan gehalten wurde. Und vor mir saßen 20 Kardinäle mit ihren Bauchbinden und dann Bischöfe und 400 Journalisten und so. Es war schon ein interessantes Ereignis. Und hinterher eine Audienz beim Papst, der dann uns sogar die Ehre angetan hat und uns zu Fuß bis zum Petersplatz begleitet hat. Also es war schon sehr interessant. Aber jetzt, wenn ich mal vom Anekdotischen weggehe zum Inhalt, der Enzyklika, ich sage auch gleich was dazu, aber eins sollte man, na zwei Dinge sollte man sagen. Das erste, das ist keine Umweltenzyklika, es ist eine Sozialenzyklika, wenn Sie so wollen. Also der Papst stellt sich ganz eindeutig auf die Seite der Schwachen in dieser Welt, der Unterprivilegierten, der schlecht Informierten, ne, der an den Rand gedrängten. Und es sind Milliarden Menschen auf diesem Planeten, man muss sich das vorstellen. Und diese Menschen werden am meisten leiden unter einem ungebremsten Klimawandel und sie haben fast nichts zu ihm beigetragen. Das ist die doppelte Ungerechtigkeit. Ja. Und aus dieser Einsicht heraus wird es natürlich auch eine Umweltenzyklika, weil sie eben darauf hinweist, ein Christ kann so etwas nicht zulassen, ohne sich einzubringen in einen Prozess, der das Schlimmste noch verhindert. Ja. Und in diesem Zusammenhang ist eben wichtig, dass, und ich habe das auch in einem Interview, was ich hinterher da mit Kardinal Turkson, der also wesentlich beteiligt war bei der Entwicklung der Enzyklika aus Ghana, gesagt bei CNN dann in einer Sendung. Entscheidend ist eben auch, dass in dieser Enzyklika Faith and Reason, also Glaube und Wissen zusammenkommen, was eben gerne als Gegensatz ausgespielt wird gegeneinander und was bestimmte Kreise in den USA sicherlich auch tun werden, nach dem Motto, was hat der Papst mit der Schöpfung zu tun? Ne? Da kann man sich natürlich wirklich am Kopf kratzen, aber so wird das Spiel zum Teil gespielt und dass eine Enzyklika geschrieben wird mit sehr radikalen Aussagen, zum Teil sehr poetischen Passagen auch. Es lohnt sich also wirklich, dieses Dokument zu lesen. Aber dass eine Enzyklika geschrieben wird im vollen und hellen Licht des Wissens, das wir über die Problematik haben, aber aus einer moralischen, ethischen, spirituellen Motivation heraus. Das ist was ganz Besonderes, denke ich. Ja, und es war für mich natürlich ein großes Privileg, einer der Präsentatoren, einer derjenigen zu sein, die diese Enzyklika vorstellen durften. Also ich hoffe, das hat Ihre Fragen beantwortet. Und dann würde ich zu meinem Vortrag übergehen. Und ich hatte in der Tat fast 20 Minuten Zeit, eben einen wissenschaftlichen Vortrag zum Thema zu halten. Und einige dieser Grafiken habe ich Ihnen auch mitgebracht. Und ja, ich denke, es hat bei den Kardinälen einigermaßen eingeschlagen. Mal sehen, wie es bei Ihnen wirkt. Aber manche von Ihnen haben natürlich schon Vorträge von mir gehört. So, dann beginnen wir mal. Und da haben Sie gleich ein paar sozusagen Impressionen, wie das Ganze sich abgespielt hat. Es war übrigens auch ein ökumenisches Ereignis, weil einer der drei Hauptpräsentatoren war eben der Patriarch von Pergamon, einer der wahrscheinlich der führende Theologe der byzantinischen Kirche. Und hinterher das Treffen mit dem Papst war auch in gewisser Weise ein ökumenischer Gipfel. Ja? Das war ganz eindeutig zu spüren, dass es auch um die Wiedervereinigung der Kirche geht, wobei es wahrscheinlich leichter sein wird, die katholische Kirche mit der byzantinischen wieder zusammenzubringen, während die Protestanten auch weiterhin widerborstig bleiben werden, nicht? Das tun sie ja seit 5 Jahrhunderten irgendwie und aus gutem Grund zum Teil, aber da will ich mich nicht einmischen, ja? Das ist nicht mein Spezialgebiet, aber es war sehr interessant, einfach zu hören, wie der Papst mit dem Patriarchen von Pergamon über diese Dinge sprach, ja? Das ist klar. Also die ökumenische Komponente ist also nicht wichtig.
Das war dann das Interview bei CNN mit Kardinal Turkson. Und links sehen Sie eine vom Franziskus gewidmete Ausgabe. Das können Sie hinten natürlich nicht erkennen. Und er hat eine winzig kleine Schrift. Er schreibt also nicht, wie man es vom Papst erwarten könnte, so ein riesiges, schwungvolles, aufdringliches Schriftbild, sondern eben ganz bescheiden, ganz zart. Und so ist er eben auch in seiner Persönlichkeit. Aber ich empfehle die Enzyklika wirklich in allen Passagen zu lesen. Es ist ein großes Dokument. Ja, und damit habe ich begonnen, weil der Papst eben eine Ausbildung in Chemie erfahren hat, was wieder auch interessant ist. Also in den USA haben einige republikanische Anwärter auf die Präsidentschaft ja gemeint, der Papst soll sich nicht mit der Wissenschaft auseinandersetzen, da versteht er nichts davon. Aber keiner dieser Bewerber hat jemals mit Wissenschaft irgendwas zu tun gehabt, der Papst aber sehr wohl, das ist das Interessante. Und er geht in vielen Passagen eben auch auf die Komplexität, ja, der Wirklichkeit ein. Und da will ich eben, und ich habe auch dieses Zitat gebracht, die Wirklichkeit, die Schöpfung ist außerordentlich komplex. Und dazu gibt es ein wunderbares Zitat von Alonso X. Von Kastilien, das Sie ja lesen können. Der meinte, also wenn die Schöpfung nochmal gestartet wird, dann würde man doch raten, etwas Einfacheres zu produzieren. Ne? Aber die Schöpfung ist, wie sie ist, und sie ist auch so ordentlich komplex. Und ich bin eben auch eingegangen, das will ich ja nochmal tun, weil es erstaunlich, obwohl wir seit ja, eigentlich jetzt 40 Jahren über den Klimawandel reden, kriegt man immer wieder dieselben Klischees um die Ohren gehauen, auch nach Veranstaltungen. Ja, aber das Klima hat sich schon immer geändert, nicht? Und das, meine erste Frage ist, sind Sie dabei gewesen? Ja, da vor Millionen Jahren offenbar nicht, aber alle glauben zu wissen, warum sich das Klima ändert. Ne? Und ich will noch mal kurz darauf eingehen. Es sind zwei Faktoren, die entscheidend sind. Aber vor allem ist klar, das Klima ändert sich heute auf ganz andere Weise, wie das eben vor 1.000 Millionen Jahren war oder auch noch im Pleistozän vor 2.500 Millionen Jahren. Und die entscheidenden Faktoren, die so etwas hervorbringen, das ist also die Schwankung der globalen Mitteltemperatur über die letzten 800.000 Jahre. Ja, dass wir das überhaupt rekonstruieren können, ist ein großartiger Fortschritt der Wissenschaft. Und es hat also mit zwei Faktoren zu tun. Es ist einerseits die Schwankung der Sonneneinstrahlung, vor allem auf der Nordhalbkugel, wo die meisten Kontinente sind, etwa zwischen 60 und 70 Grad nördlicher Breite. Das ist die Problemzone unseres Planeten. Wenn sich da die Einstrahlung ändert, dann können sich die großen Eisschilde ausbilden. Dann kommt es zu einer Eiszeit. Und das verstehen wir inzwischen sehr gut. Und dann natürlich, wie viel CO2 ist in der Atmosphäre? Das ist genau der Faktor, den diejenigen, die den Klimawandel, den menschengemachten infrage stellen, immer gerne weglassen wollen. Ne? Sie glauben, dass es nur die Sonne ist, aber dieses Kalkül geht eben nicht auf. Die langfristigen Faktoren sind in der Tat, und das ist natürlich für einen Physiker eine wunderbare Spielwiese. Was ändert sich im Wesentlichen? Ne? Es ändert sich die Form der Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Also sie ist eben nicht kreisförmig, sie ist manchmal elliptischer. Das hat mit der Anziehungskraft von Jupiter und Saturn, also anderen großen Planeten im Sonnensystem zu tun. Wenn nur die Sonne da wäre und die Erde herum wandern würde, würde die Form immer gleich bleiben, völlig gleich. Ja? Sie wäre dann, und es gäbe Klimaschwankungen in dem Sinn nicht. Das Zweite ist, dass die Erdachse sich stärker oder schwächer neigen kann. Auch das hat mit der Störung durch andere Planeten zu tun. Und dann bleibt noch ein dritter Freiheitsgrad. Das ist ein bisschen schwerer zu verstehen. Wie bei einem Kinderkreisel kann diese in einem bestimmten Winkel geneigte Achse dann auch noch so herumschwingen. Ne? Und das ändert dann den Punkt, wann auf der Erdbahn sozusagen die sonnennächste Periode erreicht ist, und wenn es im Winter ist, ist es anders, als wenn es im Sommer passiert. Ja? Also wenn man sich diese dreidimensionale Dynamik genau mal vorstellt, dann versteht man nicht nur, wie die Jahreszeiten zustande kommen, sondern dass es eben diese Schwankungen geben muss. Das kann die Physik exakt ausrechnen. Wir können es 10 Millionen Jahre zurückrechnen, diese
solaren Antriebsfaktoren. Wir können sie auch 10 Millionen Jahre vorausrechnen mit den modernen Computern. Also das ist wirklich gut verstanden. Ne? Aber es gibt, und naja, das macht nichts. Und derjenige, der das damals, übrigens in Kriegsgefangenschaft zum ersten Mal dann ausgerechnet hat, war der Serbe Milankovic. 1941 ist das Hauptwerk veröffentlicht, aber im Grunde genommen entstanden diese Rechnungen schon während des Ersten Weltkriegs. Und dann eben der zweite große Faktor, das ist der Treibhauseffekt, und den werde ich jetzt tatsächlich nicht noch mehr erklären. Es hat im Wesentlichen damit zu tun, dass unsere Atmosphäre optische Strahlung eben weitgehend durchlässt. Sonst würden wir kein Auge besitzen im Übrigen, mit dem wir sehen können. Aber Wärmestrahlung weitgehend zurückhält. Und je mehr CO2 in der Atmosphäre ist, desto stärker ist dieser Effekt. Und das geht auf Svante Arrhenius zurück, zum ersten Mal ein schwedisches Genie, der 1896 das mit Papier und Bleistift ausgerechnet hat. Das ist eine ungeheure Leistung eines einzelnen Wissenschaftlers. Im Grunde genommen in einem langen Winter hat er diese Rechnung durchgeführt und kommt zu dem Ergebnis, dass eben der Treibhauseffekt, Verdoppelung von CO2 in der Erdatmosphäre, eine Erderwärmung im Bereich zwischen 3 und 6 Grad verursachen würde. Das heißt, er lag damals genauso gut wie die heutigen Klimamodelle. Das ist also absolut bemerkenswert. Svante Arrhenius veröffentlicht auf Deutsch 1896. Und das sind die zwei großen Faktoren, CO2 und Orbitalparameter. Und das sind die beiden Pioniere, die das mehr oder weniger im Alleingang aufgedeckt haben. Dann kommen wir zu eben dieser Komplexität, ja, der planetarischen Dynamik. Das ist eine Grafik, die ich hier gerne zeige. Das sind 100.000 Jahre in die Vergangenheit. Also rechts ist die Gegenwart. Wir gehen rückwärts 100.000 Jahre. Und es ist die Schwankung der Erdmitteltemperatur. Und ich stoppe jetzt hier vor 74.000 Jahren. Wäre der Homo sapiens beinahe ausgelöscht worden bei dieser tiefsten Schwankung nach unten. Das war, als der Vulkan Toba auf Sumatra ausbrach. Und aus genetischen Reanalysen kann man schlussfolgern, dass damals noch einige hundert Exemplare des Homo sapiens existierten. Also es war der Punkt, wo die Menschheit beinahe ausgelöscht worden wäre. Durch eine massive Klimaschwankung, die aber durch ein natürliches geologisches Ereignis ausgelöst wurde. Diese wenigen Exemplare überlebten und mussten sich durch die Eiszeit weiter quälen, durch diese Schwankungen. Ja, und dann passiert eben dieses Wunder, nämlich das Holozän setzt ein, das Klima wird plötzlich total stabiler im Vergleich zu vorherigen Schwankungen. Das ist eine ganz spezielle Konstellation, die das überhaupt erst möglich macht. Ja, da muss die Bahn der Erde bestimmte Form haben, da muss die Schwankung der Erdachse sozusagen in einem bestimmten Bereich sein. Es ist ein geologisches Wunder und in diesen 11.000 Jahren ist dann unsere Zivilisation entstanden, ne? Nämlich die neolithische Revolution, die Sesshaftigkeit und all das, was wir heute haben. Und es konnte nur in einem astrogeologischen kleinen Fenster geschehen, ne? Neolithische Revolution, wie gesagt, aus damals weniger als 1 Million Menschen sind jetzt 7 Milliarden geworden und wir gehen auf die 10 Milliarden zu, auf diesen kleinen Planeten. Und jetzt will ich Ihnen nochmal zeigen, manche von Ihnen haben das schon gesehen, aber ich habe das im Vatikan auch gezeigt. Ja. Für die Kardinäle war das, glaube ich, ein Eye-Opener sozusagen, nämlich die Geschichte der Menschheit erzählt, und zwar nach der neolithischen Revolution, seit der industriellen Revolution, als eine Kohlenstoffgeschichte. Also im Englischen sagt man History und ich verwende dann im Deutschen Sea Story, gewissermaßen die Kohlenstoffgeschichte der Menschheit. Und es lohnt sich immer wieder, sich das anzusehen. Was Sie hier sehen, sind geografisch explizit, also Pixel für Pixel, die kumulierten CO2-Emissionen, die eben aus den verschiedenen Weltgegenden ausgesandt wurden, seit 1751, und Sie sehen, dass sich da im Wesentlichen, die Queen war ja gestern hier,
dass da im Wesentlichen England sich hervorgetan hat. Und warum? Weil sie zum Zwecke der Piraterie alle ihre Wälder abgeholzt hatten und Schiffe gebaut haben und es gab keinen Brennstoff mehr. Also musste man zur Kohle übergehen. Ne? Und Kohle ist ein ziemlich unangenehmer Brennstoff. Ja? Wenn Sie das mal im offenen Kamin ausprobieren, sehr unangenehm. Und Sie sehen, dass jetzt dann erst um 1800 herum diese Kohlenstoffrevolution auf den Kontinent überspringt. Und Deutschland war das erste Land, was sich hervorgetan hat. Übrigens auch Polen, Frankreich, Belgien. Es hat im Wesentlichen mit der Verbreitung der Textilindustrie zu tun. Insbesondere die Düsseldorfer haben sich hervorgetan, indem sie die Maschinen aus England klauten, also in früher Industriespionage. Und es ist immer noch ein Zentrum der Textilindustrie. So, wir gehen weiter. Und jetzt beginnt dann Deutschland wirklich zur zweiten Kohlenstoffmacht auf der Welt zu werden. Ne? Und das ist die eigentliche Rivalität, die zum Ersten Weltkrieg auch führt. Nämlich es gibt das englische Königreich, also das Vereinigte Königreich, das natürlich auch in seinen Kolonien, Sie sehen jetzt Indien, Australien und so weiter, kommen auf die Kohlenstoffkarte der Welt. Aber das war die führende Industriemacht auf der Basis fossiler Brennstoffe. Aber Deutschland holt jetzt ungeheuer auf, nicht? Und wird zur führenden Wissenschaftsnation der Welt, hat die höchsten Zuwachsraten in der Wirtschaft und rüstet auch am schnellsten auf von allen. Ne? Alles auf der Basis von fossilen Brennstoffen. Und das entlädt sich letztendlich im großen Showdown im Ersten Weltkrieg, der aber entschieden wird von der dritten Kohlenstoffmacht, USA, auf der anderen Seite des Atlantik, nicht? Es endet aber damit nicht, weil Deutschland eben dann, jetzt kommt 1933 Hitler an die Macht, nochmal versucht, die Vorherrschaft, die Dominanz wiederzugewinnen, was auf tragische und entsetzliche Weise scheitert. Und jetzt sind wir dann im amerikanischen Halbjahrhundert, wenn Sie so wollen, die große Beschleunigung, die ganze Welt beginnt Kohlenstoff aufzusaugen. Und das nennen wir dann Globalisierung. Das ist getrieben im Wesentlichen durch das billige Öl, was dann frei wurde im Mittleren Osten und so weiter. So, und jetzt sehen Sie, wie sich die Welt nach und nach rot einfärbt. Nicht alle Gegenden. In Afrika haben sie immer noch keinen roten Fleck. Aber was jetzt geschieht ist, Japan ist längst zur Kohlenstoffmacht geworden. Das hat er die Rolle im Zweiten Weltkrieg erklärt. Ja, und jetzt wird China rot. Der Osten ist rot, politisch könnte man von einer anderen Farbe sprechen, aber in den kumulativen Emissionen holt China innerhalb von 2 Jahrzehnten das auf, was Europa in 2 Jahrhunderten getan hat, ne? Weil das sind die summierten Emissionen. Ne? Und das ist natürlich eine bemerkenswerte Entwicklung. So, und jetzt kann man daraus viele Schlüsse ziehen, zum Beispiel, dass ohne China ein Klimaabkommen nicht möglich sein wird und auch nicht sinnvoll ist, aber da sind wir auf ganz gutem Weg, denke ich. Die nächste Kohlenstoffmacht, die nach vorne drängt, ist Indien, ganz klar. Das ist eine ganz große Problematik. Aber vor allem, und so habe ich die Frage auch im Vatikan dann gestellt, ich meine, wollen wir dem klassischen Entwicklungsmuster nachfolgen und einfach sagen, die Globalisierung ist erst gelungen, die Moderne ist erst vollendet, wenn dieser ganze Planet rot geworden ist. Aber dann würden wir eine globale Erwärmung wahrscheinlich von 8 oder 10 Grad bekommen, nicht? Also brauchen wir ein anderes Paradigma, ein anderes Narrativ für Entwicklung. Es kann nicht anders sein. Ne? Und auf das würde ich jetzt auch gleich eingehen. Das heißt aber, dass die industrielle Revolution eigentlich noch nicht vollendet ist. Sie kriecht jetzt noch in die letzten Teile des Planeten, aber sie darf auch nicht vollendet werden in dieser Weise. Und da kommt wieder dieser berühmte Spruch zum Tragen, die Steinzeit endete nicht, weil uns die Steine ausgegangen sind, sondern weil es eine bessere Alternative gab. Und das sind natürlich die erneuerbaren Energien in diesem Fall. Also einfach darauf zu warten, dass die Marktkräfte irgendwann von selbst die Transformation durchführen, weil das Öl vielleicht zu teuer wird, nicht? Oder die Kohle zu tief unter der Erde liegt, das wäre zu spät. Ne? Das muss man ganz eindeutig. Und es ist eben noch was Zweites. Diese Globalisierung, soweit sie bisher getrieben wurde, hat nicht nur den unangenehmen Nebeneffekt des Klimawandels,
Sie hat aber auch das Versprechen der Moderne nicht wirklich eingelöst, nämlich alle Menschen irgendwie wohlhabend, gesund und mobil zu machen. Das ist ihm nicht gelungen. Warum? Und das ist der zweite große Aspekt der Enzyklika, auf den ich dann auch, eben auch eingegangen ist, bin. Das ist nämlich diese schockierende Grafik. Ich habe das mal in der Londoner U-Bahn aufgepickt, ja, aber das ist diese Oxfam-Anzeige, dass nämlich die 85 reichsten Menschen auf der Welt aufgrund dieser industriellen Entwicklung so viel besitzen wie die Hälfte, die ärmere Hälfte der Menschheit. Also 85 Menschen haben dasselbe Vermögen wie 3,5 Milliarden Menschen. Ne? Das ist ein Skandal, selbst wenn es keinen Klimawandel gäbe. Und interessant ist eben, dass diese Zahl gar nicht stimmt. Inzwischen sind es nur noch 60 Personen. Du musst nur ins Fortune Magazine schauen oder wie auch immer. In dem letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, seitdem diese Grafik gestellt wurde, sind die Superreichen noch viel reicher geworden. Ne? Aber diejenigen, die mit $2 am Tag auskommen, haben vielleicht einen Cent mehr. Vielleicht. Das heißt, die Entwicklung geht beschleunigt in die falsche Richtung. Und das sind die zwei großen Themen, nicht? Die Lebensgrundlagen des Planeten werden zusehends zerstört, aber profitieren davon tut eine winzige Elite. Und das kann selbst einem Papst nicht gleichgültig sein. Und gerade dem ist es nicht gleichgültig. Ja? Er war nämlich Bischof in Buenos Aires, er hat vor allem mit den Armen gearbeitet, er hat die Umweltzerstörung gesehen, in den Papiermühlen und dergleichen. Deswegen dieser ganz massive Aufruf, ja, die Schöpfung zu bewahren, aber vor allem in Solidarität mit den Schwächeren der Menschheit. Die Emissionen, wir haben hier das mal aufgetragen, Sie werden es rechts sehen, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen, das sind die Menschen auf der horizontalen Achse wieder nach Vermögen geordnet, also von ganz arm bis ganz reich. Also der letzte Punkt ist für Bill Gates, wenn Sie ihn erkennen können da. Und die kumulierten Emissionen, also wenn Sie vom Allerärmsten bis zum Milliardsten Ärmsten gehen, wie viele Emissionen? Sie sehen, das ist eine steile Kurve und die bedeutet, dass die ärmste Milliarde der Menschen nichts beiträgt zum Klimawandel, virtuell nichts. Aber die reichste Milliarde, mehr als 50%, ja? Das ist das Interessante in diesem Fall. Ja? Und mit anderen Worten, es ist nicht so, wie Indira Gandhi mal gesagt hat, Poverty is the biggest threat to the environment, also Armut ist der größte Feind der Umwelt, sondern es ist Reichtum, der der größte Feind ist. Ich rufe jetzt nicht dazu auf, den Reichtum abzuschaffen, aber ich rufe dazu auf, sofern ich das als Physiker überhaupt tun darf, mit dem Reichtum verantwortungsvoll umzugehen. Und das ist die Formel, die wir finden müssen und die wir auch umsetzen können. Das werde ich ja nach noch ein bisschen erläutern. Ich gehe ein bisschen weiter in der Klimadiagnostik, weil dafür bin ich ja in erster Linie eingeladen worden hier. Also wir haben der zweite Gegenspieler, CO2. Die Sonne macht weiterhin das, was sie tun möchte. Und der Planet kreist oder elliptisiert, ja, wie auch immer, um die Sonne herum. Aber CO2 hat sich völlig verändert. Und Sie sehen, vor der industriellen Revolution waren es 280 Parts per Million. Letztes Jahr haben wir die 400 ppm-Marke durchbrochen. Das sind 45% über dem vorindustriellen Niveau. Das ist eine Menge bei einem planetarischen Leitparameter, nicht? Und wir sind also im steilen Aufstieg begriffen in dieser Hinsicht. Entsprechend ist hier die Temperaturantwort. Ja, und es gibt ja tatsächlich Leute, die haben sagen, globale Erwärmung können wir nicht erkennen, sehen wir nicht. Ich würde mal jemanden auffordern, mir diese Grafik zu erklären, wenn der menschliche Eingriff hier nicht eine Rolle spielen würde, nicht? Sie sehen also völlig
unnatürliches Abbiegen der Kurve nach oben in diesem Fall. Und wir können auch die letzten 100 oder 120 Jahre oder 140 Jahre betrachten. Das ist die globale Mitteltemperatur nach NASA in diesem Fall. Und Sie sehen, es gibt Ausschläge nach unten. Das war ein Vulkanausbruch, nicht so stark wie der Toba damals, aber relativ stark, der Pinatubo. Sie haben dann Ausreißer nach oben, das war das starke El Niño-Ereignis von 1998. Und dann hatten wir in den letzten 10 Jahren im Wesentlichen La Niña, also die kalte Schwester von El Niño-Ereignisse. Aber jetzt, dieses Jahr, ist wieder ein starkes El Niño-Ereignis in der Mache. Das sind jetzt die Vorhersagen. Und also wir sind schon mitten in einem moderaten El Niño-Ereignis. Und es spricht alles dafür, dass dieses Jahr deutlich das wärmste seit Beginn aller Aufzeichnungen sein wird, passend zur Pariser Konferenz. In diesem Fall, aber ich will nicht zynisch sein. Aber das letzte Jahr war ja schon das wärmste. Ja? Aber es ist so, dass das Klimasystem wohl dieses Jahr, dafür sprechen jedenfalls die Daten bisher im ersten Halbjahr, noch mal eine ordentliche Schippe drauflegen wird. Ja? Und von einer Pause der globalen Erwärmung kann überhaupt nicht die Rede sein. Es gab jetzt vor kurzem ein Paper von Kollegen, die zeigten, dass die Pause sowieso nie existierte, weil bestimmte Sachen nicht sehr gut gemessen wurden. Das hat das Vertrauen in die Wissenschaft nicht unbedingt erhöht. Also ich denke, die ganze Debatte wurde falsch geführt. Also wir haben am Potsdam-Institut nie von der Pause, vom Hiatus geredet, der auch nicht zu erkennen war. Aber es gab eben viele Kollegen, die sich sofort draufgestürzt haben und erklärt haben, warum es diese Pause gibt. Und es ist natürlich dann peinlich, wenn sie herausstellt, dass das meiste sowieso nur Messfehler waren. Ne? Dann sind die Erklärungen dann auch nicht mehr so viel wert. Ne? Es gibt keine Erwärmungspause. Wenn wir die Erwärmung der Deckschichten und der mittleren Schichten der Ozeane wirklich mit einpreisen würden, dann haben wir eher eine Beschleunigung der Erwärmung. Ne? Das ist einfach die Tatsache. Deutschland hatte das letzte Jahr das allerwärmste, und zwar das ist ein deutlicher Sprung. Der DWD spricht von einem meteorologischen Paukenschlag. Das geht jetzt hier von rechts, 1990, die 10 wärmsten Jahre. Sie sehen, das ist ein gewaltiger Sprung, ja, 2014 nach oben. Also solche Sprünge sind normalerweise in Statistiken nicht zu beobachten. Ja, und der IPCC hat eben links, sind jetzt die verschiedenen Projektionen, bei Business as usual, globale Erwärmung von 4 bis 5 Grad in diesem Jahrhundert noch. Wenn man bedenkt, dass der Unterschied zur letzten Eiszeit vielleicht 3, 4 Grad waren und das sich in einem Jahrhundert vollziehen würde, dann ist das gewaltig. Und das blaue Szenario ist das, was heute durch diese Aktion hier gestartet wird, nämlich der Klimaschutz in Deutschland auf jeden Fall. Also das heißt, die 2-Grad-Linie zu halten. Nicht? Und die 2-Grad-Linie ist hier noch mehr eingezeichnet. Das berühmte Ampeldiagramm, was wäre, wenn wir weit über die 2 Grad gehen? Und das will ich auch noch ein bisschen erläutern. Dass wir, die Ministerin hat es erwähnt, innerhalb planetarischer Grenzen wirtschaften müssen. Da ist der Klimawandel nur eine von vielen Herausforderungen. Ne? Die Vernichtung der Biodiversität findet vielleicht sogar noch rapider statt. Man spricht schon von der 6. Auslöschung inzwischen. Und genauso an vielen anderen Fronten, was die ganz simple Verschmutzung der Ozeane angeht, was die vielen toxischen Stoffe, worüber kein Mensch mehr einen Überblick hat, angeht und. Stickstoffkreislauf, Phosphormangel und so weiter. Überall stoßen wir an die Grenzen dieses kleinen Planeten. Nicht? Und das ist in verschiedenen Publikationen, an denen ich auch beteiligt war, dargestellt worden. Der BBGU, also der Beirat Globale Umweltveränderungen, hat sich mit dieser Thematik seit 1992 beschäftigt. Frau Fuentes hat mal mitgearbeitet im Beirat, und wir haben in der Tat zu den sogenannten SDGs, also den Sustainable Development Goals, die ja dieses Jahr in New York verhandelt werden im September, wo übrigens der Papst dann auch eine Rede halten wird auf der Generalvollversammlung. Diese SDGs orientieren sich hoffentlich ein wenig an diesen planetarischen Grenzen. Aber die Realität des diplomatischen Prozesses ist dieses hier.
So sieht im Augenblick das Menü aus, ja, für die SDGs. Sie haben 17 Ziele und der Klimaschutz hat es gerade noch geschafft, da überhaupt reinzukommen. Ja. Das wurde am meisten debattiert von allen, das muss man sich mal vorstellen. Und sie haben dann eben Targets und dann Indicators, also eine bunte Mischung. Und ob das dann wirklich zielführend ist, wissen wir noch nicht. Aber dass überhaupt über planetarische Grenzen geredet wird, schon ein ungeheurer diplomatischer Fortschritt in diesem Fall. Ne? Ganz kurz, nicht nur der Vatikan, sondern eben auch die Weltbank hat sich inzwischen sehr stark positioniert, auch was das Ende der Subventionen, etwa für Kohle und so weiter angeht. Und wir haben da ein bisschen mitgewirkt, indem wir eine Serie von Berichten für die Weltbank erstellt haben. Climate Analytics, Bill Hare war da auch sehr stark beteiligt und andere, aber es ist im Wesentlichen eine Berlin-Potsdamer Produktion gewesen. Und die hat das Denken in der Weltbank wirklich verändert, nicht? Und worum ging es? Es ging darum, zunächst, wie würde man sich an eine 4 Grad wärmere Welt anpassen können, in der Landwirtschaft, in der Wasserwirtschaft und so weiter. Und wir haben dann wirklich mal alle Fakten zusammengetragen, was wir zu einer 4 Grad Welt sagen könnten. Und das Ergebnis war, vergesst die Anpassung an eine solche Entwicklung, zumindest wenn ihr in einem Entwicklungsland lebt. Und das ist genau das, womit sich die Weltbank natürlich auseinandersetzt. Das ist eine Entwicklungsbank. Und das fordert eben das alte Paradigma der Entwicklung heraus. Ich zeige Ihnen nur eine Grafik dazu, die Sie vielleicht schon gesehen haben, die ich aber immer wieder bestürzend finde. Diese Grafik zeigt Ihnen, wenn Sie die Farbe Rot hier erkennen, irgendwo auf dieser Grafik, dann ist es ein Teil der Welt, wo eine Durchschnittstemperatur in einem Monat hier, Juni, Juli oder August, eine Durchschnittstemperatur, die bei heutigen Klimabedingungen einmal in einer Million Jahre vorkommt, jedes Jahr vorkommt. In der Sprache der Statistik ist es ein 5-Sigma-Ereignis, 5 Standardabweichungen vom Mittelwert. Und Sie sehen ja, an welchen Stellen der Welt sich die Karte rot einfärbt. Das sind die Tropen und die Subtropen im Wesentlichen. Es ist genau dort, wo die Ärmsten leben und wo die Bevölkerungsdynamik am größten ist. Kanada wird ganz gut wegkommen bei der globalen Erwärmung. Aber bei einer 4 Grad wärmeren Welt muss man sich fragen, wie man eine Landwirtschaft in Afrika noch betreiben kann. Und Afrika hatte, wie ich geboren wurde, 1950, 200 Millionen Menschen. Heute fast 1 Milliarde und die Projektionen sind 2,5 Milliarden Menschen Ende des Jahrhunderts. So, und jetzt stülpen Sie so eine Entwicklung noch drüber. Wie soll dieser Kontinent dann seine Bevölkerung ernähren? Das ist unvorstellbar. Und das ist natürlich auch ein Problem für eine Institution wie die Weltbank, weil die Entwicklungserzählung kann nicht mehr sein, okay, lasst uns erstmal an alle Ecken dieses Planeten so viel fossile Brennstoffe reinpumpen, bis alle ein Konsumniveau erreicht haben, wie sagen wir Portugal. Und dann räumen wir die Umwelt auf, wenn wir das erreicht haben. So weit wird man gar nicht erst kommen, ne? Das ist völlig klar. Und das hat wirklich bei der Weltbank, glaube ich, zu einem großen Umdenken geführt und könnte das an anderen Stellen auch, und das überspringe ich mal, ja, das wollte ich Ihnen noch zeigen, weil das ist natürlich mein Leib- und Magenthema, sogenannten Kippelemente im Erdsystem. Nicht nur, dass wir in einer Welt, wo solche 5-Sigma-Ereignisse tagtäglich würden, also die neue Normalität darstellen würden, dass wir da große Probleme hätten der Anpassung. Die globale Erwärmung wird sich vor allem nicht auf stetige Weise vollziehen, allmählich, sondern sie wird mit Paukenschlägen durchsetzt sein. Es werden nämlich große entscheidende Teilsysteme des Planeten in einen anderen Zustand gestoßen werden. Das sind eben diese sogenannten Kippelemente. Wir werden rote Linien überschreiten. Und auf dieser Karte sind eben so wichtige
Zirkulationsmuster wie der Monsun, der für Indien ungeheuer wichtig ist. Ja, Sie haben ja mitgekriegt, die Hitzewelle, die jetzt in Pakistan aber angekommen ist, viele tausend Menschen gestorben sind. El Niño habe ich schon erwähnt im Grunde genommen, aber die großen Eisschilde, das sind sozusagen die Achillesfersen dieses Planeten. Und die traurige Nachricht ist die, und das ist jetzt keine wissenschaftliche Folklore, sondern durch verschiedene Arbeiten bestätigt, Teile der Westantarktis haben einen solchen Tipping Point bereits überschritten. Ne? Und das hängt einfach damit zusammen, mit der Topologie dort. Sie haben da Schelfeis, ja, das zum Teil auf dem Wasser aufschwimmt, aber zum Teil auf dem Land aufsitzt. Und das Wasser, das sich erwärmt um die Antarktis herum, dringt unter diese sogenannte Grounding Line, also die Aufsitzlinie, ein. Da aber die Antarktis nach innen geneigt ist, also zum Kontinentzentrum hin, kann das Wasser, wenn es erstmal über den Berg gekommen ist, immer tiefer eindringen. Ne? Und da gibt es dann kein Halten mehr, dann rutscht das Eis nach innen weg. Und irgendwann bricht dann die Schelfkante ab. Und dieser Prozess ist bereits eingeleitet in der Westantarktis und bedeutet, dass ein Meter Meeresspiegelanstieg quasi nicht mehr vermeidbar ist. Grönland ist die andere große Achillesferse und da ist es so, dass wir nicht genau sagen können, wann, bei welchem Maß der globalen Erwärmung also diese Grönland destabilisiert wird. Aber wir wissen, es liegt etwa im Bereich zwischen 1 und 4 Grad, wobei die beste Abschätzung bei knapp 2 Grad ist. Da haben wir die 2 Grad wieder. Aber wir können dann sagen, auf welche Weise dieses Abschmelzen geschehen wird. Das kann man inzwischen mit den Modellen tun. Jetzt muss ich sehen, ob ich die Animation in Gang bringe. Und es hat schon was Bestürzendes, ja, dass man das gewissermaßen online sich anschauen kann, weil das würde ja 7 Meter Meeresspiegelanstieg bedeuten. Aber Grönland, wie gesagt, hat diesen Kipppunkt noch nicht erreicht. Wenn wir die 2-Grad-Linie halten würden, haben wir nicht beste Chancen, aber gewisse Chancen, diese Entwicklung auch zu verhindern. Ich überspringe das mal. Ach so, das wollte ich Ihnen noch zeigen. Das haben Sie vielleicht gesehen. Das ist ein Zebrastreifen in Neu-Delhi bei der Hitzewelle. Sieht dann wie Rührkuchen aus. Da waren also Temperaturen um 50 Grad, also über mehrere Tage auf jeden Fall. Und natürlich sind die Menschen daran zugrunde gegangen, die eben nicht sich in eine klimatisierte Einkaufsmall zurückziehen können. Das sollte ich Ihnen noch erwähnen, weil das ist eine ganz wichtige Sache und die hat eben genau mit diesen Extremereignissen zu tun. Wir haben seit einigen Jahren am Potsdam-Institut diese Forschung begonnen, dass große Hitzewellen wie 2010 in Russland oder eben auch große Überflutungen wie 2013 in Deutschland hier, das ist also in der Nähe meiner Heimatstadt, Passau, dass die damit zu tun haben, dass sich die Zirkulationsmuster in der Atmosphäre verändern durch die globale Erwärmung. Es hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die Arktis sich deutlich schneller erwärmt als der Rest des Planeten. Es hat wiederum mit Schmelzen von Eis und der größeren Wärmeabsorptionsfähigkeit von dunklen Flächen zu tun. Und dadurch wird der Jetstream, also dieser Strahlstrom in 12 Kilometer Höhe, schlaffer. Er bildet Schlaufen aus, die ortsfest bleiben über manchmal 4 oder 6 Wochen. Und dann haben Sie genau ein Extremereignis. Und wenn Sie bei sozusagen in einer Schlaufe sich befinden, wo von Süden der Jetstream nach Norden verschoben wird, dann ist das eine Hitzewelle und wenn Sie auf der Rückseite sind, dann ist es eben eine kühle Witterung, die oft eben zu sinnflutartigen Regenfällen führt. Ne? Und genau das ist in übrigens 2010 passiert, da haben Sie über Russland diese Nordausbuchtung, das war die große Hitzewelle und auf der Rückseite die große Flut in Pakistan. Wenn man das analysiert, dann sieht man, es ist keine Hexerei dahinter, das ist Physik. Ja? Sie können die Originalwellengleichungen analysieren und sie finden genau diese Resonanzphänomene. Und das ist das, was eben geschehen ist. Wir haben eine deutliche Zunahme von solchen Resonanzereignissen oder Rossby-Wellen, wie man das in der Meteorologie nennt.
und gehen davon aus, dass sich das noch verstärken wird im Laufe der globalen Erwärmung. Aber es ist nur ein Übergangszustand. Ich kann Sie also trösten, wenn die Arktis dann nicht mehr sich schneller erwärmt als der Rest des Planeten, dann kommt der Jetstream wieder in Ordnung, vielleicht in 80 Jahren. Ja, und das ist gewissermaßen meine Take-Home-Message. Das ist jetzt die ultimative Begründung für das 2-Grad-Ziel. Es gibt ja alle möglichen Menschen, die glauben, es besser zu wissen, warum wir das 2-Grad-Ziel eigentlich abschaffen sollten und dann würde endlich der Klimaschutz sich blühend entfalten. Also ich habe die Logik nie verstanden, aber ich bin wahrscheinlich zu beschränkt dafür. Aber das ist das, was Ihnen die Wissenschaft anbieten kann. Ne? Ich würde es nochmal sagen. Es gibt keine magische Grenze. Unterhalb von 2 Grad ist alles in Ordnung und oberhalb werden wir alle umkommen. Natürlich nicht. Aber es gibt unterschiedliche qualitative Regime. Und ich glaube, die stärkste aller Begründungen ist genau, wenn ich schaue, wo werden Kippelemente aktiviert und wo nicht. Wenn Sie jetzt die 2-Grad-Grenze anschauen in schwarz, also erstmal ist hier die Temperaturentwicklung seit der letzten Eiszeit, also minus 20.000 Jahre, und dann gehen wir bis zum Jahr 2500. Was Sie rechts sehen, sind die verschiedenen Szenarien, die der IPCC benutzt hat. Das dunkelrotes Szenario 8.5 ist Business as usual. Es würde bedeuten, eine Erderwärmung in der Größenordnung von 8 Grad bis zum Jahr 2500. Also wenn wir über 2100 hinausgehen, würde die Erwärmung ja nicht stoppen. Und hier sehen Sie aufgetragen mit Unsicherheitsbalken, also mit Fehlerbalken, die verschiedenen Kippelemente, wann sie aktiviert werden, ne? Ganz links, das sind die großen Korallenriffe, die würden schon bei 2 Grad Erwärmung weitgehend zerstört werden. Die sind eigentlich nicht mehr zu retten. Bei 1,5 Grad vielleicht gerade noch. Insofern haben die Inselstaaten schon Grund, dass sie nicht einfach sagen, 2 Grad sind in Ordnung, ja? Dass sie mehr verlangen oder weniger, viel mehr. Und dann gehen sie weiter, dann haben sie das arktische Sommer, Meereis, das auch dieses Jahr schon wieder in deutlichem Schwund sich befindet und möglicherweise in 30, 40 Jahren einfach weg sein wird. Nicht im Winter natürlich, aber im Sommer. Dann kommen die Gletscher in den großen Gebirgen und dann schon Grönland. Grönland sitzt quasi auf der 2-Grad-Linie, wenn Sie die Unsicherheit mitnehmen. So, und dann können wir das durchbuchstabieren. Westantarktisches Eisschild, die größten Teile davon, Amazonas-Regenwald, die nördlichen Wälder, der Golfstrom, die Niederschläge in der Sahelzone, El Niño, East Antarctic Ice Sheet, also der große Eisschild der Ostantarktis, das für 50 Meter Meeresspiegelanstieg gut ist. Und schließlich käme dann am Schluss das Wintereis in der Arktis, das bei 8 Grad dann auch verschwinden würde. Dann wäre der Planet wirklich eisfrei. Was für eine wunderbare Errungenschaft, ne? Der Menschheit. Ja, und Sie sehen, dass sich die Großrisiken, die größten anzunehmenden Unfälle im planetarischen Getriebe jenseits der 2-Grad-Linie häufen, ganz eindeutig. Wenn ich also jetzt eine Risikoanalyse machen würde und würde auf diese Karte starren, dann würde ich tunlichst unter der schwarzen Linie bleiben, nicht? Ich würde sogar noch ein Stück drunter gehen, wenn irgend möglich, aber das ist eben die Frage der Machbarkeit. Aber eben einfach zu sagen, lasst uns doch die Verteidigungslinie einfach kassieren und wir werden schon sehen, wo wir da hinkommen, nicht? Lasst uns einfach in diesen Raum hinein wirtschaften. 3 Grad darf es ein bisschen mehr sein, 4 Grad, das ist in höchster Weise unverantwortlich, jedenfalls aus der Sicht der Wissenschaft, so wie wir sie Ihnen heute präsentieren können. Also ich könnte Ihnen noch erzählen, wann die nächste Eiszeit kommt, nämlich unter normalen Umständen in etwa 50.000 Jahren. Lassen Sie sich gesagt sein, dass sie nicht mehr eintreten wird. Die 500 Gigatonnen Kohlenstoff, die wir seit der Industriellen Revolution ins System schon eingebracht haben, wird die nächste Eiszeit schon unterdrücken. Und erst recht, wenn wir eben weitermachen wie bisher. Und ja, was ist zu tun? Und das würde ich relativ schnell sagen. Es gab vom BBGU ja ein großes Gutachten zur großen Transformation, was natürlich
jede Menge an Debatten entfacht hat, aber ich glaube, das Wort war richtig gewählt. Wir stehen vor einer großen Transformation. In Elmar wurde es Dekarbonisierung genannt. Es geht um die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft in diesem Jahrhundert, möglichst bis zur Mitte des Jahrhunderts. Es ist vergleichbar mit der neolithischen Revolution, es ist vergleichbar mit der industriellen Revolution. Aber wir haben eben Alternativen. Erinnern Sie sich mit der Steinzeit? Wir haben eben nicht nur Steine zur Verfügung, sondern wir haben Besseres, und das sind in diesem Fall die erneuerbaren Energien. Elmau, Sie kennen dieses Bild. Ich gebe Ihnen jetzt die Antwort, was die Kanzlerin wirklich gesagt hat. Und sie hat natürlich wie immer recht. Na gut, das können wir in der Debatte dann abarbeiten, nicht? Ne, Sie können mir gerne Ratschläge auf den Weg geben, ich leite Sie dann weiter. So, und ja, ich stimme Ihnen völlig zu, aber lassen Sie uns das in der Debatte aufgreifen. Ja, was bedeutet das? Wenn Sie 2 Grad sagen, also A, dann können Sie B sagen, dann wissen wir, wie viel Kohlenstoffkredit wir noch haben bei der Natur, ungefähr 1000 Milliarden Tonnen CO2. Wenn wir aber dann abschätzen, wie viele fossile Reserven es noch gibt auf diesem Planeten, dann bleibt eben 80% müssen im Boden bleiben. So wie in der Steinzeit eben nicht alle Steine verbraucht wurden, was auch okay war. Und das ist die große Herausforderung. Ein wirtschaftliches Gut, an dem man sehr reich werden kann, allerdings immer nur sehr wenige, nicht zu nutzen, bewusst nicht zu nutzen. Das ist die moralische Herausforderung in diesem Fall, ne? Die Sie in der Enzyklika übrigens oft angesprochen sehen. Es gibt dazu große Kampagnen. Jetzt bin ich also schon im Aktivistenmodus, also umgeschaltet. Nämlich vom Guardian etwa diese große Aktion, Keep It in the Ground, also Divestment, all diese Dinge. Der BBU hat sich dazu auch geäußert mit dem programmatischen Titel Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, wobei sie dann Weltbürgerbewegung oder Weltbürgerbewegung sagen können. Beide Lesarten sind möglich. Natürlich geht es um das gemeinsame Haus der Menschheit, nicht? Und es geht um ein letztendlich kosmopolitisches, ökologisches Gewissen in diesem Fall. Und, muss man sehen, genau. Wir versuchen eigentlich von allen Seiten das zu unterstützen. Das ist ein Nobelpreisträgertreffen, das wir in Hongkong durchgeführt haben. Es geht um Klima und Urbanisierung in diesem Fall. Es gibt jede Menge absolut herausragender Wissenschaftler, die sich jetzt zu Wort melden und unterstützen den Prozess, der zu hoffentlich einem ambitionierten Abkommen in Paris führt. Ja, und damit will ich jetzt schließen. Ich habe das im BMZ auch vorgestellt, wie Minister Müller mit dabei war. Es geht um das Entwicklungsparadigma für die Menschheit. Und wir haben versucht, das in einer Münzgrafik darzustellen. Da haben wir versucht, 4 verschiedene Dimensionen auf 2 herunterzubringen. Und es ist uns ganz gut gelungen, glaube ich. Also einfach die Vorstellung. Wir nehmen hier eine Errungenschaft, mit denen alle Menschen auf diesem Planeten gerne beglückt würden, nämlich Mobilität. Das ist die vertikale Achse. Können Sie einfach ausrechnen, wie viele Kilometer können Sie am Tag frei zurücklegen. Wenn Sie in Chicago sind oder in Ouagadougou, ist das ganz unterschiedlich. Und auf der rechten Seite haben Sie gewissermaßen den Umweltpreis dafür, nämlich die Emissionen pro Kopf, die damit verbunden sind. Und heute haben Sie wahrscheinlich so eine Entwicklung, jede Münze steht für 100 Millionen Menschen und das Metall steht für Reich oder Mittelklasse oder Arm. Das ist natürlich eine Vereinfachung. Aber wenn Sie nachzählen, werden Sie hier über 70 Münzen finden, ne? Und die Frage ist jetzt, im klassischen Entwicklungsparadigma, weil wir ja alle so ein großes Herz für die Armen haben, die mehr Mobilität bekommen sollen, ist natürlich das Paradigma das folgende. Wir ziehen alles diagonal nach oben. Also, wir pumpen mehr CO2 hinein, jeder bekommt ein Auto am Schluss, selbst die Armen werden ein wenig mobil, nicht zu sehr. Privatflugzeug haben sie natürlich noch nicht.
Das heißt, alle werden reicher, die Reicheren noch sehr viel schneller reicher als die Armen. Aber selbst die am Boden dieser Entwicklung kriegen noch ein bisschen Mobilität geschenkt. Ja? Das ist das klassische Entwicklungsparadigma. Von $2 am Tag vielleicht auf 2,5. Aber was wird geschehen in Wirklichkeit? Wegen des Klimawandels und auch wegen vieler anderer Dinge. Es wird wahrscheinlich einen Riss durch die Gesellschaft geben. Der größte Teil der Menschheit wird bei dieser Entwicklung einfach zurückgelassen werden. Das heißt, wir brauchen eine ganz andere Entwicklung. Und das ist das, was ich anfangs sagte, zur Verantwortung des Reichtums, des Wohlstands, der Kapazität, wie auch immer. Es ist doch völlig klar, dass die ökologische Entwicklung nicht von den Ärmsten der Armen eingeleitet werden kann, sondern von denjenigen, die die größten Möglichkeiten besitzen. Das sind die, die hier an der Spitze stehen. Das heißt, eine nachhaltige Entwicklung erfordert, dass diejenigen, die das größte Vermögen haben, im Umweltraum zurückschwenken, statt sich immer weiter auszudehnen in Richtung höherer CO2-Emissionen. Ja, und irgendwann möglicherweise sogar die geringsten Emissionen haben werden, statt die meisten. Das wäre diese Entwicklung. Wir würden also den Ärmsten der Armen die Möglichkeit zu einer gewissen Anspruchnahme der Atmosphäre geben, einer moderaten. Das geht aber nur, wenn die Reichen Platz machen im Umweltraum. Und das ist eine radikale Abkehr vom klassischen Entwicklungsparadigma, wo es immer heißt, Indien, Brasilien, wir müssen uns entwickeln wegen der Armen. Nur bei den Armen kommt diese Entwicklung sowieso fast nie an. Ja, und das ist die große Herausforderung. Und zum Glück gibt es viele Menschen auf der Welt, die das klassische Entwicklungsparadigma nicht mehr als nachhaltig und zukunftsfähig ansehen. Dazu gehört Papst Franziskus. Aber dazu gehört auch Samantha Cristoforetti, die italienische Astronautin, die einen neuen Weltrekord aufgestellt hat, weil man sie nicht runterholen konnte von der ISS, die aber dieses schöne Schild hier mal gezeigt hat. Also aus dem All. Und das war auch meine letzte Grafik im Vatikan. Ja, und Franziskus von Assisi hat 1224 in seinem berühmten Sonnengesang nichts anderes gesagt. Ja? Das ist quasi das erste ökologische Gedicht der Menschheit. Und er spricht eben dort von Bruder Sonne, Bruder Wind und Luft, Schwester Wasser und Mutter Erde. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Professor Schellenhuber, für diesen sehr eindrücklichen Vortrag. Und in der Tat, es kam auch einiges hier über den Online-Kanal. Ich beginne mal mit, weil Sie das auch betont hatten, es ist eine Sozialenzyklika gewesen. Und dieser Aspekt wird hier von einigen aufgegriffen. Erstmal sozusagen mit dem Dank auch, dass Sie das in diesen sozialen Kontext so deutlich gestellt haben, dieses Thema des Klimawandels. Und dass eben der Transformationsprozess diese soziale Dimension auch immer mitzudenken hat. Und dann kommen wir natürlich auch in die Frage der Finanzierung und dessen, was wir uns leisten können. Und wo entstehen hier die Zielkonflikte, wo überfordern wir uns, wie viel darf uns aus einer sozialen Perspektive dieser Klimawandel kosten? Also ich habe eine Grafik kurz überschlagen in diesem Fall, aber ich verweise da auf den IPCC. Mein Kollege Ottmar Edenhofer hat ja die Arbeitsgruppe 3 geleitet und man hat Hunderte von Szenarien durchgerechnet, wie viel es kosten würde, die 2-Grad-Linie zu halten. Nicht? Man kommt eigentlich immer zu dem Ergebnis, aber das wussten wir eigentlich schon vor 20 Jahren, ist die Transformation, die Dekarbonisierung kostet 1-2% des Bruttoweltprodukts. Man kann es auch mal anders ausdrücken, in sozusagen verzögerndem Konsumniveau. Sie kommen nämlich zu dem Ergebnis, dass wenn wir diese Transformation der Weltwirtschaft durchführen würden und übrigens noch nicht mal gegenrechnen würden die vermiedenen Schäden und die Co-Benefits im Sinne weniger Stäube in der Luft, also weniger Atemwegserkrankungen, all diese Dinge nicht mitrechnen würden, dann würden wir zu dem Ergebnis kommen, dass bis zum Jahr 2100
der ansonsten sich vollziehende Konsumfortschritt sich um 6 Monate verzögern würde. Also wir würden 6 Monate später bei dem Konsumniveau ankommen weltweit, dass wir ohne Klimaschutz erreichen würden. Also die 6 Monate sollte uns die Rettung der Welt doch eigentlich wert sein. Ich will noch eine andere Zahl nennen, die mich wirklich erschüttert hat. Das ist natürlich nicht nur einfach die Frage, die Debatte wird ja immer so verkürzt wie bei Griechenland. Naja, das sind die Länder, die gut gewirtschaftet haben und das sind diejenigen, die über die Stränge geschlagen haben. Und jetzt sollen wir die wieder mal herausholen aus ihrer Misere. Ich denke, die meisten Menschen in Afrika hatten nie die Chance, über die Stränge zu schlagen und tun das auch nicht. Das ist also eine ganz andere Situation. Aber was dort geschieht, und das wird eben gerade in der Zusammenarbeit auch des BMUs mit den Entwicklungsländern eine große Rolle spielen. Wer spricht eigentlich für die Entwicklungsländer bei einer Klimakonferenz? Ich habe das selbst oft erlebt. Ja? Das ist eine hauchdünne Elite, die in Harvard ausgebildet wurde oder in Oxford und dann das große Wort führen und sagen, ja, für uns armes Land sozusagen müsst ihr dies oder jenes tun. Und die Zahl, die mich wirklich schockiert, ist das Folgende, dass nämlich die Summe der illegalen Kapitalflüsse von Süden nach Norden, nicht von Norden nach Süden, aus den Entwicklungsländern in die Schweiz, in die USA, nach Großbritannien, pro Jahr 1 Billion ausmacht. 1 Billion, 1.000 Milliarden. Das ist ein Vielfaches der offiziellen Entwicklungshilfe. Mit anderen Worten, wenn wir die Transformation schaffen wollen, über erneuerbare Energien in der Sahelzone, wo auch immer, dann müssen beide Seiten zusammenarbeiten. Der reiche Norden muss natürlich helfen, Kapazitäten zu bauen, aber der arme Süden muss bei der Korruption Fortschritte machen. Und das ist ungeheuer schwer, da gibt es kein Patentrezept dafür. Das kann nur gelingen, indem die Zivilgesellschaft in diesen Ländern gestärkt wird. Und das wiederum kann aber durch Entwicklungsprojekte sehr wohl gelingen. Also da gibt es ermutigende Beispiele. Aber mit anderen Worten, ich habe Ihnen 2 Antworten gegeben. Also insgesamt können wir uns die Rettung der Welt locker leisten. Das ist die erste Antwort. Aber die zweite, es ist auch im Süden eigentlich genug Geld vorhanden. Aus Diamantenminen, aus Kupferminen, wie auch immer, nur es fließt in die falschen Taschen. Ja, ja. Das ist übrigens auch etwas, was in der Enzyklika angesprochen wird. Vielleicht gehen wir dann auch mal gerade sozusagen zu denen, es gibt ein Bündel an Fragen, die in Kommentaren, die so in die Richtung gehen, was sind die Szenarien, was sind die Implikationen? Ein Punkt geht in die Richtung, CO2 ist ja die eine Betrachtung, was ist eigentlich mit den ganzen anderen Treibhausgasen, wenn Sie da nochmal das Bild abrunden würden? Und dann gab es eine ganze Reihe von Kommentaren, ganz prägnant formuliert, haben wir überhaupt noch eine Chance zu überleben? Beziehungsweise, wie stark müssen wir uns eigentlich auf völlig andere Klimabedingungen einstellen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich uns von diesem Verständnis von einem Klima, wie wir es heute erleben, ziemlich radikal verabschieden müssen? Erinnern Sie mich an die Frage mit den anderen Treibhausgasen, wenn ich es vergessen haben sollte, Methan und so weiter, da komme ich gern darauf zurück, aber sprechen wir erstmal über das andere, weil das scheint mir wichtiger zu sein. Es gibt ja die 4 bequemen Unwahrheiten zum Klimathema, nämlich erstens, es gibt keine Erderwärmung, zweitens, der Mensch hat nichts damit zu tun, drittens, es ist nicht weiter schlimm und viertens, wir sind eh schon alle verloren. Inzwischen sind wir im 4. Stadium angekommen, weil die Wissenschaft hat die anderen Sachen abgeräumt und jetzt ist es eben so, es ist eh alles zu spät. Und das ist die schlimmste aller Unwahrheiten meiner Ansicht nach, die nämlich heißt, okay, wir machen weiter so, wir nehmen noch so viel mit wie möglich und die, die keine Chance haben, was mitzunehmen, die haben halt Pech gehabt, im geologischen Roulette oder im historischen Roulette. Das ist die schlimmste aller Haltungen. Natürlich ist es möglich, den Klimawandel noch in einem erträglichen Maße zu halten. 2 Grad ist jetzt die Ziellinie. Vielleicht werden wir sogar sehen, wenn die Transformation schneller vonstatten geht, dass wir jetzt sogar noch ein bisschen unter die Linie kommen können. Vielleicht nach einem gewissen Überschießen. Aber ich glaube sogar, dass die Chance besteht, den Klimawandel vielleicht auch bei 1,8 Grad zum Stoppen zu bringen. Und
Das hat damit zu tun, dieser Optimismus. Sie haben ja gesehen, ich habe mich sehr intensiv mit Industriegeschichte beschäftigt. Und es macht einen großen Teil auch des Gutachtens des WBGU aus von 2011, passend zu Fukushima. Und die Industriegeschichte zeigt einfach, und ich glaube, es ist auch naiv in den Strategien der OECD-Länder, sie können nicht zwei völlig unterschiedliche industrielle Metabolismen über ein halbes Jahrhundert nebeneinander fahren, parallel. Also die Fossilwirtschaft, die fossilnukleare und die effizient erneuerbare. Ich bin absolut sicher, dass wenn wir in 15, 20 Jahren längst erreicht haben, dass die Erneuerbaren in fast allen Teilen der Welt wesentlich billiger sein werden als die fossilen und außerdem all die medizinischen Nebeneffekte nicht haben werden, dass das System viel schneller kippen wird dann. Ne? Also ich bin sicher, dass wir weit vor 2050 auf eine volle Dekarbonisierung zusteuern können. Mhm. So, und jetzt komme ich zu Methan und Lachgas und all diesen Dingen und Stäuben. Es gibt auch da eine falsche Debatte, ja? Und die ist in den USA angestoßen worden, um genau CO2-Vermeidungen eher zu verzögern. Nicht von Obama, aber von der Vorgängerregierung. Sozusagen, wir gehen auf einen Nebenschauplatz. Lass uns doch die Methanausgasungen aus Nassreisanbau reduzieren. Ne? Und da kann man hier mal ein Projektchen in Indonesien machen und hier eins in Mittelamerika, wie auch immer. Das ist ein Nebenschauplatz. Natürlich ist es wichtig, dieses Potenzial auszuschöpfen, bis hin zu den halogenierten Kohlenwasserstoffen, ne, in der Atmosphäre. Da kann man ein bisschen Zeit gewinnen. Aber wir haben dazu eine Arbeit veröffentlicht, können Sie gerne nachlesen, in Proceedings of the National Academy, die zeigt, dass in spätestens 20 Jahren dieser Effekt irrelevant sein wird. Das heißt, wir müssen an CO2 herangehen. Ne? Und das ist auch deswegen wichtig, weil wo Menschen auch direkt betroffen sind durch Umweltzerstörung und Umweltverschmutzung in Beijing und in Neu-Delhi und so weiter, da kommt es eben auch vor allem aus den Schloten der Kohlekraftwerke. Ja. Das heißt, sowohl kurzfristig wie langfristig ist CO2 das Hauptziel. Okay. Gehen wir sozusagen mal einen Schritt mehr in die handfeste Politik. Also zum einen gab es den Wunsch, bitte geben Sie doch diese Zahlen an Frau Merkel weiter. Glaube ich auch der Zwischenruf von vorhin. Ja, ich werde es versuchen. Ja, genau. Dann auch die Frage mit Blick auf den Papst. Erwarten Sie eigentlich, dass er auch als Person jetzt stärker in internationalen Gremien aktiv werden wird und sich als Person in diese Debatte stärker einbringen wird? Punkt 2, Punkt 3, wenn ich gerade mal so ein paar Sachen runterrattern darf, die hier kommen. Wie organisieren wir eigentlich so eine Transformation? Wäre so etwas, das geht ja auch so ein bisschen in Richtung WBGU, ist so etwas wie ein Weltparlament zu solchen Themen ein probates Instrument, um hier Aufmerksamkeit, aber eben auch eine Entscheidungsbasis für diese Fragen zu entwickeln? Und summa summarum, wie ist eigentlich die Glaubwürdigkeit der Politik, wenn einerseits eine Frau Merkel, steht es hier, G7 Dinge fordert und gleichzeitig haben wir jetzt aktuell diese Tage eine Debatte um die Kohleabgabe. Wie bewerten Sie das? Ja, lassen Sie mich mit dem Papst beginnen in diesem Fall. Also ich bin froh, dass er nicht expliziter geworden ist. Es wäre völlig falsch, auch von seiner Aura her, von seiner Bedeutung her, wenn er sich in die praktische Politik einmischen würde. Ich habe ihn auch gefragt bei der Audienz nach der Präsentation, ob er eventuell nach Paris zur COP21 gehen würde und sagt, nein, auf keinen Fall. Aber er schickt eine schlagkräftige Delegation. Mhm. Ne? Und er wird ja in New York sprechen und wird vorher auf dem Capitol Hill auch sein. Das wird sicher ein interessantes Ereignis. Bin mal gespannt, wie da die Tea Party darauf reagieren wird. Aber ich finde auch bei den Zyklika, es gab Leute, die sagten, naja, hätte er da nicht noch expliziter werden können, 2 Grad und wie viel Methan wir reduzieren müssen. Er hätte damit völlig sein Kapital verschenkt. Ja? Der Papst muss die großen moralischen, philosophischen, theologischen Linien zeichnen, um eine Welt ein bisschen gerechter und ein bisschen lebenswerter zu machen. Ja? Er muss erinnern, dass wir das Buch der Schöpfung verbrennen, bevor wir es gelesen haben, etwa in der Biodiversität. Das wird von ihm als eine Sünde empfunden. Ne?
Aber er soll sich nicht ins operative Geschäft einmischen und das wird er auch nicht tun. Aber ich denke, diese Enzyklika hat schon so viel Unruhe unter den 1,2 Milliarden Katholiken angestiftet. Ich denke, damit hat er seinen Job gut gemacht. Ja. Gibt es einen großen Plan für eine Transformation? Natürlich nicht. Das ist dem BBU immer unterstellt worden, der große ökologische Masterplan zur Beherrschung der Welt, mit Schellenhuber am Schluss als Weltherrscher vermutlich. Ja. Lassen Sie sich gesagt sein, ich strebe das nicht an, dieses Amt. Und das wäre so ziemlich das Schlimmste, was es je geben könnte. Und nein, es gibt keinen großen Plan, aber es gibt eine intelligente Zusammenschau der Möglichkeiten. Ne? Und ich mache seit 40 Jahren Systemanalyse. Und Sie müssen die Komponenten eines Gesamtsystems studieren. Sie müssen gewisse Grundprozesse verstehen. Wir nennen das Prozesse erster Ordnung, die großen Effekte. Und da müssen Sie darauf warten, dass sich eine günstige Gelegenheit bietet. Ja? Wie in Deutschland, ich meine, 2011 war in gewisser Weise ein Kipppunkt. Niemand hat geplant, dass ein Erdbeben der Stärke 9,0 vor Japan sich ereignen würde. Das ist völliger Unsinn, darüber zu spekulieren, unter welchen Bedingungen wir was inszenieren können. Aber wenn ich seit über 50 Jahren neben dem Transistor auch die Solarzelle irgendwo in meiner Schublade habe, die bei dem Bell Labs erfunden wurde, als Nebeneffekt übrigens des Transistors, und ich damit die Menschheit ausreichend mit Energie versorgen könnte, und zwar quasi fast an jedem Ort der Welt, ja, dann muss ich halt sehen, wann ich diese Karte ins Spiel bringe. Es ist wie ein kompliziertes Kartenspiel. Dafür kann man sich eine Strategie oder Schach, was mir noch viel lieber ist. Beim Schach, was machen Sie? Sie überlegen sich vielleicht die ersten 5 Züge, bevor sie in die Eröffnung gehen. Und während des Spiels vielleicht 3 Züge voraus, nicht? Die Kombinatorik erschlägt sie ganz schnell. Der Rest ist Intuition. Man muss nur sehen, dass man es bis ins Endspiel schafft. Das ist übrigens auch bei Fußball so. Ja, und die letzte Frage war zur Kohle und der jetzigen Debatte. Ja, das macht mir natürlich Sorgen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass die Bundeskanzlerin es ernst meint beim Klimaschutz und ich kenne sie schon lange. Und G7 war natürlich ein Ausdruck davon und da haben viele Ressorts zusammengearbeitet, das Kanzleramt, ja, das Umweltministerium und so weiter, das Auswärtige Amt. Aber in einer Demokratie haben sie halt ein großes Bündel, ein großes Geflecht von Interessen, die auch legitim geäußert werden dürfen. Nicht? Ein Gewerkschafter kann sich so genauso dazu äußern wie eine Umweltministerin oder ein Wissenschaftler. Und das ist eben die Kunst in einer offenen Gesellschaft, da am Schluss die Vektorsumme vieler Aktivitäten dann doch in die richtige Richtung zu lenken. Und da wird man Rückschritte erleben. Ich habe das oft erlebt, aber ich glaube, mit ein bisschen Geduld und mit der richtigen Intuition für das Endspiel im Schach werden wir die 2-Grad-Linie halten und unseren deutschen Beitrag dazu leisten. Ja. Glauben Sie, dass wir G7, die Enzyklika, Paris, haben wir einen besonderen Moment, vielleicht einen Wendepunkt in der Klimadebatte? Ich denke schon. Ne? Auch da gibt es keine Garantie. Sie wissen ja, die Zukunft vorherzusagen ist vor allem schwierig, wenn Sie nach vorne blicken und nicht nach hinten, hat Mark Twain mal gesagt. Also Vorhersagen sind besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Und so ist es auch. Also es gibt keine Garantie. Ja? Ich habe das auch schon erlebt, dass eigentlich alle Faktoren irgendwie stimmten. Ne? Die alle stimmen sich zum Chor Vereinigten in eine Richtung und dann kommt irgendwas dazwischen, was alles zunichte macht. Aber ja, wenn ich mit anderen Menschen spreche, also Kollegen in der Wissenschaft, Diplomaten, Politikern, Wirtschaftsführern, ist das Gefühl, der Wind dreht sich in diesem Jahr. G7 war wichtig, die Enzyklika war wichtig, aber es ist nicht nur das. Es sind junge Leute, die eben Divestment fordern und dann das Büro der Präsidentin der Harvard University besetzen. 20 Leute vielleicht nur.
Aber es gibt Campesinos, die sagen, sie können ihre Feldfrüchte nicht mehr vernünftig ernten, nicht? Und die ziehen dann vor das Parlament in Uruguay oder wo auch immer. Man spürt eigentlich, dass überall sich was verändert, ja? Dass eine Stimmung entsteht. Und ich habe an, glaube ich, 14 COPs teilgenommen, was die Höchststrafe für einen Menschen ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal das in voller Länge erlebt hat. Einige natürlich, Frau Fuentes schon ziemlich häufig, glaube ich. Herr Schaffhausen auch, aber es ist kein Vergnügen. Ne? Das kann ich Ihnen sagen. Und wir wissen nicht, was in Paris am Schluss geschehen wird. Ich erwarte eher, dass wir einen Schritt nach vorne machen und dann einen Prozess aufsetzen, bei dem übrigens die Wissenschaft eine Rolle spielen sollte, um zu sehen, ob wir auf Kurs sind und wo wir die Schrauben einfach nachziehen müssen, ja, und nochmal eine Schippe drauflegen müssen. Aber ich glaube nicht, dass das passiert, was in Kopenhagen passierte, dass man mit hängendem Kopf nach der letzten Nacht herausging, ja, 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, und sagt, ja, sorry Leute, hat heute nicht funktioniert. Dann müssen wir eben jetzt das Klima abschreiben. Ja. Ich glaube nicht, dass wer immer dort sein wird, ja, ob Staatschefs oder Minister oder Lobbyisten, dass man in Paris nochmal mit dieser Geschichte davonkommen würde. Insofern bin ich sehr optimistisch. Zum Abschluss zwei Dinge. Gibt es sowas für Sie wie die drei wichtigsten Maßnahmen? Und ganz persönlich an Sie, wie betreiben Sie Klimaschutz? Oh ja. Naja, drei. Es gibt 5 oder 7. Aber ich denke schon, dass das Hauptziel bei der Dekarbonisierung, wie der Name schon sagt, die Kohle ist. Also einfach schon aus humanitären Gründen. Also natürlich müssen wir erstmal sehen, dass wir aus der Kohlewirtschaft herauskommen. Gas ist keine Lösung auf die Dauer, aber doch deutlich mit weniger Klimaeffekten und auch mit weniger Gesundheitseffekten verbunden. Und das ist auf der Seite des Energiemixes. Ja. Und ich würde nur ein anderes Argument nennen, nämlich Effizienz. Ja. Wir reden immer davon, wie effizient wir in Deutschland sind, aber wir haben es immer noch nicht geschafft, Steuererleichterungen für Erneuerungen von Heizkesseln und dergleichen zu erreichen. Herr Schaffhausen kennt das Thema, haben oft darüber geredet. Das ist am Föderalismus teilweise gescheitert und natürlich auch an Lobbyisten, aber damit sollten wir es jetzt wirklich ernst nehmen, nicht? Also wir können einfach, ich schätze, 30% der Energie, die wir einfach verschwenden, einsparen, nicht? Und dann hätten wir schon ein Riesenstück auf dem Weg zurückgelegt. Ja, und zu mir persönlich, ja, ich bin natürlich ein Klimaschwein in dem Sinn, dass ich manchmal ins Flugzeug steige. Ich hoffe, dass die Effekte, die mein Wirken hat, das überkompensieren werden irgendwann. Das ist die Hoffnung in diesem Fall. Aber was ich getan habe, ich habe für sehr viel Geld ein Elektroauto, ich habe mich nicht beteiligt jetzt bei der Umfrage, aber ich habe mir einen i3 gekauft. Und das ist das beste Auto, das ich je gefahren habe. Und es wird mit grünem Strom aus meiner Garage versorgt. Und ich bin also klimaneutral unterwegs. Es war ziemlich teuer, das Auto, aber es macht einen Heidenspaß. Und ich kann es Ihnen nur allen empfehlen. Und ich bekomme keine Prämie vom BMW für diese Anzeige. Herr Professor Schellnhuder, vielen, vielen Dank.